Hallo und herzlich willkommen bei Beyond Brezel Tabletop. Heute spiele ich eine Runde God Tear von Steamforge Games und zwar mit dem Alex, der auch einen guten Teil der Champions und Follower angemalt hat, die ihr gleich im Video sehen werdet. Ich habe auch ein paar angemalt, aber die meisten hat der Alex angemalt und zwar damit wir euch wirklich gleich von vornherein ein voll bemaltes 3 gegen 3 Match zeigen können, weil das eben der Standardmodus ist von God Tear. Und wir haben das Ganze jetzt zum allerersten Mal gespielt, also verzeiht bitte, wenn wir ein paar kleinere Fehler gemacht haben, die ich rausgefunden habe, noch im Nachhinein, die habe ich auch im Video erwähnt, vielleicht haben wir auch noch mehr gemacht, wenn das so ist, dann schreibt es gerne in die Videobeschreibung, das hilft mir und das hilft auch anderen Leuten, die das Video anschauen und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Video und meine Gedanken zum Match gibt es natürlich wie immer danach. Wir spielen das Szenario live. In der Mitte des Spielfelds werden 4 Szenario-Hexfelder platziert. Am Ende jeder Runde wirft der Spieler, der die Runde verloren hat, einen Würfel und addiert 2 zum Ergebnis. Dann darf er diese Anzahl an neuen Szenario-Hexfeldern auf dem Spielfeld platzieren. Sie müssen allerdings an bestehende Szenario-Hexfelder angrenzen. Das Spiel endet, sobald ein Spieler 5 Siegpunkte erreicht hat. Meine Bande besteht aus dem Guardian Halftusk und seinen Froglodytes, dem Shaper Champion Nia und ihren Quarzlings und dem Maelstrom Champion Grimgut und seinen Ratchlings. Alex Bande besteht aus dem Maelstrom Champion Titus und seinen Glory Seekern, dem Guardian Champion Finvar und seinen Shadow Sentinels und dem Slayer Champion Sneaky Pete und seinen Sneaky Stabbers. Sämtliche Champion und Slayer Stat Karten findet ihr auch zum kostenlosen Download auf der God Tier Webseite. Dort findet ihr auch Einsteigerregeln und das volle Regelbuch zum Download. Wir platzieren unsere Champions und ihre Follower in den vom Szenario vorgegebenen Aufstellungszonen. Alex platziert sich sehr offensiv und stellt seine Champions mit seinen Followern in die erste Reihe. Ich platziere mich etwas defensiver, weil 2 meiner 3 Champions eher unterstützend ausgerichtet sind und eben keine Frontlinienkämpfer sind. Mit Ausnahme von Halftusk. Alex hat die Initiative und daher platzieren wir den Rundenmarker für die erste Runde auf seiner Seite des Punktetrackers. Jede Runde in God Tier ist in 2 Phasen aufgeteilt. Beginnend mit der Plot-Phase, in der wir die Vorderseiten der Stat-Karten mit dem weißen Hintergrund benutzen. In dieser Phase aktiviert ein Spieler außerdem alle seine Champions und Follower auf einmal und Alex beginnt, indem er die Protect-Fähigkeit der Shadow Sentinels auf Sneaky Pete anwendet. Das gibt ihm für das nächste Mal, wenn er angegriffen wird, einen Bonus auf seine Rüstung. Als zweite Aktion bewegt Alex die Sentinels ihren Bewegungswert von 2 nach vorne. Finvar läuft ebenfalls 2 Felder nach vorne und gibt sich selbst ein Poised to Strike für +1 auf seine nächste Bewegung. Titus bewegt sich ebenfalls 2 Felder nach vorne. Dann verwenden die Glory Seeker Roar of Battle auf Titus und schieben ihn damit 1 Feld nach vorne und schließen dann zu ihm auf. Die Sneaky Stabbers bewegen sich 3 Felder nach vorne. Übrigens kann ein Hexfeld 3 Follower oder einen Champion aufnehmen. Und dann verwenden sie noch ihre Sprint-Fähigkeit, wodurch ein Sneaky Stabber sich 3 Felder bewegen darf. Zuletzt aktiviert noch Sneaky Pete und bewegt sich 3 Felder nach vorne und verwendet dann seine Leap-Fähigkeit und wird 2 Felder weiter platziert. Nun beginnt meine Plot-Phase und ich aktiviere zuerst Grimgut und verwende seine New Spew-Fähigkeit. Dadurch werden jetzt alle Ratchlings vom Spielfeld entfernt und ich darf anschließend 5 Recruit-Aktionen durchführen. Mit der Recruit-Aktion kann man normalerweise gefallene Follower zurück aufs Spielfeld bringen. Und normalerweise muss dies in Kontakt mit ihrem Champion geschehen. Die Ratchlings haben allerdings die Sonderregel, dass sie auch angrenzend an einen anderen Ratchling platziert werden dürfen, sofern die Rekrutierungsaktion in Grimguts Aktivierung durchgeführt wurde. Das heißt, dass Grimgut jetzt eine lange Reihe an Ratchlings ausspucken kann.
Als zweite Aktion macht Grimgard noch einen Flu Spew, der als Ziel sämtliche feindlichen Champions und Follower-Einheiten hat, die an einen Ratchling angrenzen. Die Fähigkeit hat eine Accuracy von 4, das heißt, ich werfe jetzt 4 Würfel und muss eine Anzahl Treffersymbole gleich oder höher des Dodge-Werts des Ziels erreichen. Der erste Versuch geht gegen die Sneaky Stabbers mit ihrem Dodge-Wert von 5 und ich bin erfolgreich. Die Stabbers erhalten jetzt minus 1 auf die Stärke ihrer nächsten Attacke. Der zweite Wurf geht gegen Sneaky Pete und auch hier bin ich erfolgreich. Das könnte gegen den sehr kampflastigen Slayer-Champion sehr nützlich werden. Als nächstes aktivieren die Ratchlings und verwenden zweimal die Fähigkeit Slip and Slide. Normalerweise darf eine bestimmte Aktion pro Aktivierung nur einmal benutzt werden, aber die Ratchlings haben auch hier eine Sonderregel, die ihnen erlaubt, Slip and Slide zweimal zu benutzen, wenn zwei Ratchlings in unterschiedlichen Feldern stehen. Sie geben damit einmal sich selbst plus 1 auf ihre nächste Bewegung und einmal Grimgard. Meine Quarzlings bewegen sich zwei Felder nach vorne und machen sonst nichts. Nia bewegt sich ihre Bewegung von 1 und verwendet dann noch ihre March-Aktion für eine weitere Bewegung von 1. Als nächstes bewegen sich die Froglodytes ein Feld nach vorne und dann platzieren sie sich noch mit ihrer Hop-Aktion zwei weitere Felder. Als letztes bewegt sich noch Halftusk zwei Felder nach vorne und gibt den Froglodytes mit seiner Footwork-Fähigkeit ein Plus auf ihren Dodge-Wert. Damit ist die Plot-Phase beendet und wir kommen jetzt in die Clash-Phase. Dafür werden die Rückseiten der Stat-Karten verwendet, die den dunklen Hintergrund haben. In dieser Phase haben sämtliche Champions und Follower andere, oftmals offensivere Fähigkeiten und teilweise verändert sich auch ihr Bewegungswert. In der Clash-Phase werden Champions und Follower auf beiden Seiten abwechselnd aktiviert und Alex beginnt mit Titus, der sich seine zwei Felder bewegt und dann mit einem Piercing Strike die Froglodytes vor ihm attackiert. Normalerweise attackiert man immer nur Einzelmodelle, allerdings hat der Piercing Strike zwei Modelle gleichzeitig zum Ziel. Die Froglodyte haben aktuell einen Dodge-Wert von 3 und die erste Attacke trifft. Die Attacke hat einen Stärkewert von 6, das heißt Alex wirft jetzt 6 Würfel und er verursacht Schaden gleich dem Würfelergebnis minus dem Panzerungswert von 3 der Froglodytes. Allerdings schafft es Alex nicht, die Panzerung der Froglodytes zu überwinden. Die Attacke gegen den zweiten Froglodyte habe ich leider nicht eingefangen, aber die hatte das gleiche Ergebnis und sie kommen schadlos davon. Ich aktiviere meine Ratchlings, die aktuell einen Bewegungswert von 2 haben, und bewege sie nach vorne. Und dann macht die Dreiergruppe ganz vorne eine Slimed-Attackenaktion gegen den Sneaky Stabber vor ihnen. Die Effektivität von Follower-Attacken ist oftmals davon abhängig, wie viele von ihnen im selben Feld stehen. Dieses Mal verfehlen die Ratchlings allerdings. Die Sneaky Stabbers aktivieren und bewegen sich jeweils ein Feld. Und der Vorderste macht eine Irritate-Aktion gegen den blauen Quarzling. Die Aktion trifft und die Einheit bekommt ein Minus auf ihre Accuracy. Ich aktiviere die Quarzlings und benutze ihre Rolling Stone Fähigkeit. Dadurch dürfen sie sich jetzt bis zu 3 Felder in einer geraden Linie bewegen. Follower dürfen übrigens Szenario-Hexfelder nicht betreten. Und dann werfen die zwei vorderen Quarzlings einen Stein auf den nächsten Sneaky Stabber. Die Attacke verfehlt. Aber auch der Malus auf die Accuracy der Quarzlings verfällt. Finvar aktiviert und bewegt sich dank seinem Bewegungsbuff 4 Felder auf Halftusk zu und attackiert ihn mit seinem Lifeblade. Er benötigt eine 3, verfehlt allerdings komplett. Ich aktiviere Grimgard und verwende seine Roll-Fähigkeit, um ihn 3 Felder zu bewegen. Und dann macht er noch eine reguläre Bewegung. Die in der Clash-Phase noch flinkeren Shadow Sentinels bewegen sich nach vorne und der Vorderste macht eine Life-Trader-Attacke gegen einen Froglodyte. Aber auch diese Attacke verfehlt spektakulär. Ich aktiviere meine Froglodytes, die sich ein Feld nach hinten bewegen. Und dann versuchen sie mit einem Tongue Lash den vorderen Shadow Sentinel zu sich zu ziehen. Ich brauche 4 Erfolge und bin erfolgreich.
und der Sentinel wird ein Feld zu mir hingezogen. Alex Glory Seeker bewegen sich jenseits der Kamera ein Feld vor und machen sonst nichts. Und ich bewege Nia zwei Felder nach vorne. Und mache dann eine Claim-Aktion auf das nächstgelegene Szenario-Hexfeld. Hier machen wir leider einen Regelfehler, denn Claim-Aktionen darf man eigentlich nur in der Plot-Phase durchführen. Dadurch platziert Nia jetzt ihr Banner auf dem Hexfeld. Wäre das eine legitime Aktion gewesen, würde der Punktemarker jetzt zwei Schritte in meine Richtung wandern. Einen, weil ich eine Claim-Aktion durchgeführt habe, und einen, weil Nia als Shaper-Champion einen Bonuspunkt bekommt, wenn sie Claim-Aktion durchführt. Sneaky Pete aktiviert als nächstes und macht jetzt seine Ultimate-Aktion Pounce. Das ist eine spezielle Aktion, die jeder Champion nur einmal pro Spiel durchführen kann. Pete kann sich dadurch angrenzend an Nia platzieren und sie attackieren. Die Attacke trifft und verursacht gegen Nias Panzerung von 2 einen Punkt Schaden. Damit hat sie noch 5 Lebenspunkte. Als zweite Aktion macht Pete eine Backstab-Attacke ebenfalls gegen Nia. Die Attacke trifft und verursacht schon mal automatisch einen Schadenspunkt. Der Schadenswurf scheitert allerdings erneut an Alex Würfelpech. Ich aktiviere Half-Task und mache eine One-Punch-Attacke gegen den Sentinel vor ihm. Wenn Half-Task noch keinen Schaden erlitten hat, bekommt er plus 2 auf seine Accuracy. Wenig überraschend trifft die Attacke, scheitert allerdings an der Panzerung des Elfen. Durch die One-Punch-Attacke darf Half-Task jetzt allerdings als Bonusaktion noch eine Two-Punch-Attacke machen. Die trifft ebenfalls und überwindet dieses Mal die Panzerung des Elfen. Weil Follower immer bloß einen Lebenspunkt haben, wird er ausgeschaltet. Und der Punkteanzeiger wandert für das Ausschalten eines Followers einen Schritt in meine Richtung. Zuletzt bewegt sich Half-Task noch ein Feld nach vorne. Am Ende der Runde wird noch geschaut, wie viele Banner von beiden Seiten auf Szenario-Hexfeldern stehen. Bedenkt bitte, dass mein Banner in diesem Fall gar nicht dort stehen sollte, wo es gerade steht. Aber normalerweise bringt einem jedes eigene auf dem Feld stehenden Banner 4 Schritte in die eigene Richtung auf dem Punkteanzeiger. Beziehungsweise 5 Schritte, wenn der Besitzer des Banners ein Guardian Champion ist. So oder so ist der erste Punktemarker am Ende der Runde auf meiner Seite der Punkteleiter und ich bekomme einen Siegpunkt. Der Wert der Punktemarker steigt bis zur dritten Runde an und geht dann wieder herunter. Alex hat die Runde verloren und darf jetzt noch 2 neue Szenario-Hexfelder platzieren. Er platziert sie auf seiner Seite des Spielfelds, um sie besser beanspruchen zu können, auch wenn er damit seine Glory-Seeker-Gruppen voneinander trennt. Zuletzt werden noch alle Banner vom Spielfeld entfernt. Als Verlierer der ersten Runde darf Alex entscheiden, ob er der erste oder zweite Spieler sein möchte und entscheidet sich für den ersten Platz. Alex aktiviert Titus zuerst und macht eine I Kill You All Aktion auf die Quarzling-Einheit. Die Aktion trifft und Alex kann jetzt alle Quarzlings ein Feld weit bewegen. Dann verwendet Titus noch seine Challenge-Aktion auf Nia und gibt ihr dadurch 2 Negativeffekte. Und ich darf Titus im Gegenzug einen Negativeffekt geben. Nia erhält ein Minus auf Dodge und Armor. Und Titus bekommt von mir ein Minus auf seine Accuracy. Finvar bewegt sich ein Feld zurück und macht dann eine Claim-Action auf das Szenario-Hexfeld hinter ihm. Dadurch wandert der Punktetracker einen Schritt in Alex' Richtung. Die Shadow Sentinels machen eine Recruit-Aktion und platzieren ihr verlorenes Mitglied angrenzend an Finvar und bewegen sich dann noch jeweils 2 Felder. Die Glory Seekers aktivieren und bewegen sich weiter nach vorne. Die Sneaky Stabbers bewegen sich ebenfalls nach vorne und einer davon läuft dabei durch die Ratchlings hindurch. Das darf man normalerweise nicht, aber die Sneaky Stabbers haben dafür eine Sonderregel. Und dann sprintet noch einer von ihnen weiter nach vorne. Sneaky Pete macht eine Leap-Aktion zurück auf das Szenario-Hexfeld und attackiert dann Nia mit einem Backstab. Slayer-Champions wie Pete haben im Gegensatz zu anderen Champions auch in der Plot-Phase Attackenaktionen. Die Attacke bekommt durch die angrenzenden Sneaky Stabber einen Accuracy-Bonus und trifft. Nia bekommt einen automatischen Schadenspunkt und dann nochmal 2 durch den eigentlichen Schadenswurf.
Dadurch sitzt sie jetzt auf nur noch einem Lebenspunkt. Aber ihre Negativeffekte verfallen. In meiner Plotphase aktiviere ich zuerst Nia und bringe sie erstmal schleunigst in Sicherheit mit einer normalen Bewegungsaktion und dann noch einer March-Aktion. Als nächstes aktivieren die Quarzlings und bewegen sich nach vorne. Und dann verwenden sie die Calcify-Fähigkeit und einer verwandelt sich in ein Szenario-Hexfeld. Dann aktiviert Half-Task und platziert sein Banner, wofür ich einen Schritt auf der Punkteleiste bekomme und mache dann noch eine Feint-Aktion auf Sneaky Pete. Die Aktion trifft und Pete bekommt ein Minus auf seine Accuracy. Die Ratchlings geben sich selbst und Grimguard ein Plus auf die Bewegung, dann aktiviert Grimguard und bewegt sich zwei Felder nach vorne und macht dann eine Goose Pew Aktion, die jeden feindlichen Champion und jede feindliche Einheit zum Ziel hat, die angrenzend an einen Ratchling stehen. Die Glory Seeker werden getroffen und bekommen ein Minus auf ihren Dodge Wert. Sneaky Pete treffe ich nicht und die Sneaky Stabbers Einheit wird getroffen. Zuletzt aktiviere ich noch die Froglodytes, die sich einfach ein wenig verteilen. Damit ist die Plot-Phase beendet und die Clash-Phase beginnt. Titus aktiviert und läuft ein Feld auf Half-Tasks Banner und zerstört es damit automatisch. Dann aktiviert er sein Ultimate Path of Destruction. Dadurch kann er eine Skill-Aktion durchführen, sich dann bewegen und dann noch eine Aktion durchführen. Zuerst macht er eine Sweeping Slash-Attacke gegen die beiden Froglodytes vor ihm. Die Attacke gegen den ersten Frosch trifft und schaltet ihn aus, was Alex zwei Schritte auf der Punkteleiter bringt, weil Titus ein Maelstrom-Champion ist, die immer einen Bonuspunkt bekommen, wenn sie einen Follower ausschalten. Die Attacke gegen den nächsten Frosch trifft ebenfalls und schaltet auch diesen aus, was Alex zwei weitere Schritte auf der Leiter bringt. Dann bewegt sich Titus ein Feld nach vorne und macht dann einen Piercing Strike gegen das Feld mit den beiden Quarzlings. Die erste Attacke scheitert an der Panzerung von 4 des Quarzlings und die zweite verfehlt komplett. Ich aktiviere Half-Task und bewege ihn ein Feld zu Titus hin und mache gegen ihn dann eine One-Punch-Attacke. Der Schlag trifft, scheitert aber an der Panzerung von 3 von Titus. Es folgt die Two-Punch-Attacke, die ebenfalls trifft und 2 Punkte Schaden bei Titus verursacht. Die Shadow Sentinels aktivieren und machen zunächst Void Weapon auf sich selbst für plus 1 auf ihren nächsten Schadenswurf und dann machen sie eine Life-Trade-Attacke gegen den einsamen Froglodyte vor ihnen. Die Attacke trifft und durchdringt die Panzerung des Frosches und er wird ausgeschaltet, was Alex einen weiteren Schritt bringt. Und weil die Shadow Sentinels in ihrer Aktivierung keine Bewegung durchgeführt haben, dürfen sie durch ihre Shadow Step Fähigkeit jetzt noch ein Hexfeld bewegt werden. Nia aktiviert und bewegt sich zwei Felder und macht dann eine Blinding Light Attacke gegen Titus. Sie trifft und verursacht 2 Punkte Schaden, wodurch Titus noch einen Lebenspunkt hat. Sneaky Pete aktiviert und verwendet erneut auf Half-Task. Die Aktion trifft und Half-Task wird auf Sneaky Pete zubewegt. Dann macht Pete seine Backstab-Attacke und trifft. Half-Task bekommt einen automatischen Schadenspunkt und dann nochmal 5 Punkte Schaden durch den eigentlichen Schadenswurf. Damit hat auch Half-Task nur noch einen Lebenspunkt übrig. Ich aktiviere meine verbliebenen Quarzlings, die jetzt einen Stein auf Titus werfen. Durch seine Superiority-Regel bekommt dieser allerdings plus 1 auf seinen Dodge- und Panzerungswert gegen Attacken von Followern. Die Attacke trifft, verursacht allerdings keinen Schaden. Und dann Rolling Stone noch ein Quarzling ein Feld nach unten. Finvar aktiviert und bewegt sich auf das Szenario-Feld neben Half-Task
und attackiert ihn mit seinem Lifeblade. Und weil er die Banner Warden Spezialfähigkeit hat, bekommt er +2 auf seine Accuracy, weil er auf einem Szenario-Hexfeld steht. Wenig überraschend trifft die Attacke und verursacht genug Schaden, um Half-Task auszunocken. Alex darf ihn jetzt bis zu 2 Felder weit schieben und Half-Task ist jetzt handlungsunfähig, bis ich mit ihm eine Rally-Aktion durchführe. Außerdem bekommt Alex 4 Schritte in seine Richtung auf dem Punkteanzeiger und kommt damit an sein Limit. Wäre Finvar ein Slayer-Champion, hätte er sogar 5 Schritte bekommen. Ich aktiviere Grimguard und mache eine Nom-Nom-Nom-Aktion gegen den Sneepy Stabber neben ihm. Die Attacke trifft, überwindet die Panzerung von 1 und der Sneaky Stabber wird verschlungen, wodurch ich 2 Schritte in meine Richtung bekomme, weil Grimguard ein Maelstrom-Champion ist. Und dann bewegt er sich noch ein Feld auf die Glory Seeker zu. Die Glory Seeker aktivieren auch gleich und machen eine Hack-Aktion gegen Grimguard. Die Aktion trifft und Grimguard bekommt -1 auf seine Panzerung. Dann machen die Glory Seeker noch eine Surround-Pound-Attacke gegen Grimguard. Die trifft und dank dem Panzerungsmalus 2 Punkte Schaden verursacht. Meine Ratchlings machen eine Slime-Attacke gegen die Glory Seeker. Der Angriff hat bis zu 3 Modelle im selben Hexfeld zum Ziel. Allerdings scheitere ich bei allen 3 Versuchen am Schadenswurf. Und weil ich diese Aktion mit den Ratchlings 2-mal durchführen kann, versuche ich mein Glück noch dabei, Titus einzuschleimen. Daraus wird allerdings nichts. Die Sneaky Stabbers machen eine Rekrutierungsaktion und einmal Irritate auf Nia. Die Aktion trifft und Nia bekommt -1 auf ihre Accuracy. Die Troglodytes aktivieren und machen ebenfalls eine Rekrutierungsaktion. Und Runde 2 endet mit einem deutlichen Sieg für Alex. Selbst ohne das noch stehende Banner von Finvar, durch das er nochmal 5 Schritte bekommen würde, wobei er allerdings wieder an sein Punktelimit kommt. Für den Sieg in der zweiten Runde bekommt Alex 2 Punkte. Der Marker in der dritten Runde ist schon 3 Punkte wert und könnte Alex so schon den Sieg bescheren. Als Verlierer dieser Runde darf ich 3 Szenario-Hexfelder platzieren und positioniere sie zwischen Half-Task und dem Rest des Geschehens. Ich entscheide mich, in der dritten Runde der Startspieler zu sein und dadurch startet der Punktemarker auf meiner Seite. In der Plotphase aktiviere ich zuerst meine Quarzlings und verwandle einen davon per Calcification in ein Szenario-Hexfeld. Und dann machen sie noch eine Rekrutierungsaktion und bringen einen Quarzling zurück. Als nächstes aktiviert Nia und platziert ihr Banner. Weil sie ein Shaper-Champion ist, bekomme ich dafür 2 Schritte in meine Richtung. Und dann bewegt sie sich noch ein Feld zurück. Half-Task macht eine Rally-Aktion und entfernt damit den auf ihm liegenden Schaden. Und dann bewegte sich noch ein Feld. Der einsame Froglodyte bewegt sich ein Feld und springt dann 2 Felder auf das Szenario-Hexfeld. Im Gegensatz zu anderen Followern dürfen das Froglodytes nämlich. Die Ratchlings geben Grimguard +1 auf die Bewegung und Nia. Grimguard bewegt sich mit seinem Bewegungsbonus um die Glory Seekers herum auf das nächste Szenario-Hexfeld. Und dann macht er wieder ein Goose-Spew auf alle Ziele, die sich angrenzend an die Ratchlings befinden. Er trifft damit die Glory Seeker, die -1 auf ihren Dodge-Wert bekommen. Sneaky Pete wird ebenfalls getroffen. Und die Sneaky Stabbers werden verfehlt. In seiner Plotphase aktiviert Alex die Sneaky Stabber, von denen sich 2 zu Nia hin bewegen. Und dann machen sie eine Let Me Do It-Attacke gegen Nia. Mal wieder verfehlt. Die Glory Seekers verwenden Roar of Battle auf Sneaky Pete und bewegen ihn damit ein Feld auf Grimguard zu und dann machen sie noch ihre Outflank-Aktion gegen Grimguard. Die Fähigkeit trifft gerade so und die Seeker dürfen jetzt um Grimguard herum platziert werden. Titus platziert sein Banner und Alex bekommt dafür einen Schritt in seine Richtung. Und dann läuft er auf Nias Banner und entfernt es damit.
Die Shadow Sentinels bewegen sich zu Half-Tusk und werfen dann einen Shadow Snare auf ihn. Die Aktion trifft und Half-Tusk bekommt ein Minus auf seine Bewegung. Sneaky Pete attackiert Grimguard mit einem Backstab, trifft, verursacht damit einen automatischen Schaden, aber sonst zum Glück keinen. Und dann platziert Sneaky Pete noch seinen Banner und der Punktemarker wandert weiter Richtung Alex. Und dann bewegt sich Finvar noch Richtung Grimguard und platziert ebenfalls seinen Banner, was den Punktemarker auf Alex' Seite bringt. In der Clash-Phase aktiviere ich zuerst Half-Tusk und attackiere Titus mit einem One-Punch. Die Attacke trifft und der Schaden reicht genau aus, dank einem Doppelerfolg auf dem einen Würfel, um Titus auszuschalten. Ich schiebe Titus zwei Felder von Nia und meinen Quarzlingen weg. Und der Punktemarker wandert wieder auf meine Seite. Und dann mache ich noch meine Two-Punch-Bonus-Attacke gegen einen Shadow Sentinel. Ich schalte einen aus und bekomme einen weiteren Schritt. Und dann platziere ich noch höchst illegalerweise meinen Banner. Denkt dran, das darf man eigentlich in der Clash-Phase nicht machen. Die Glory Seeker aktivieren und einer macht eine Hack-Aktion gegen Grimguard. Er trifft und Grimguard bekommt ein Minus auf seine Rüstung. Und dann machen die Seeker noch eine Surround-Pound-Attacke und bekommen dieses Mal zwei zusätzliche Angriffswürfel, weil sie zwei Männer extra an Grimguard angrenzend haben. Die Attacke trifft und verursacht keinen Schaden. Ich aktiviere meinen Froglodyte, bewege ihn ein Feld und verwende dann Tong Tao, um das illegale Banner um ein Feld zu bewegen. Finvar gibt sich selbst den Void Weapon Bonus für plus 1 auf seinen Schaden und attackiert dann Grimguard. Die Attacke trifft und verursacht 2 Punkte Schaden. Damit hat Grimguard immer noch 4 Lebenspunkte. Ich aktiviere Grimguard und mache eine Nom 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 Attacke auf einen der Glory Seeker. Für die God-Tier-Spezialisten unter euch, die gerade in den Bildschirm schreien, warum ich nicht das Ultimate von Grimguard einsetze, mit dem ich die Aktion gegen alle drei Glory Seeker hätte durchführen können, ich habe die Fähigkeit falsch gelesen und dachte, sie müssen dafür alle im selben Feld stehen. Also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Einer wird natürlich trotzdem aufgefuttert und ich komme 2 Schritte weiter. Und weil ich noch nicht genug Quatsch gemacht habe, platziere ich auch noch ein illegales Banner. Sneaky Pete aktiviert und verwendet seine Plot Revenge Fähigkeit und gibt sich damit selbst plus 1 auf seine Accuracy. Und dann macht er eine Backstab-Attacke gegen Grimguard. Er trifft und macht einen automatischen Schaden und verursacht dann nochmal 3 Schaden, was genau ausreicht, um Grimguard auszuschalten. Alex entscheidet sich, Grimguard an Ort und Stelle zu belassen und bekommt jetzt 5 Schritte in seine Richtung, weil Sneaky Pete ein Slayer-Champion ist. Nia aktiviert und bewegt sich ein Feld nach hinten und verwendet dann noch Crystal Glare auf die Sneaky Stabbers und kann ihnen damit einen Negativeffekt von sich selbst oder einem Verbündeten in Reichweite geben. Die Stabbers bekommen dadurch minus 1 auf ihre Accuracy. Die Shadow Sentinels aktivieren, bewegen sich zum Froglodyte und attackieren ihn. Sie treffen und verursachen genug Schaden, um ihn auszuschalten. Und durch die Life-Trade-Fähigkeit der Attacke wird ein Shadow Sentinel wiederbelebt. Und der Marker wandert bedrohlich nahe zu Alex. Ich aktiviere meine Ratchlings und mache eine Slime-Attacke gegen den einen Glory Seeker. Aber ich scheitere an seiner Rüstung. Und dann mache ich noch eine weitere Slime-Attacke gegen die Sneaky Stabbers. Aber auch der Versuch geht daneben. An der Stelle fällt uns noch ein, dass ich noch einen Quarzling zurückbekomme, weil Alex Nias Banner zerstört hat. Das ist eine der Spezialfähigkeiten der Quarzlings. Die Sneaky Stabbers aktivieren und machen eine Sneak-Aktion. Dadurch wird einer von ihnen vom Spielfeld entfernt und darf dann sofort eine Rekrutierungsaktion machen und platziert sich dadurch bei Sneaky Pete. Und dann macht ein Stabber noch eine Irritate-Aktion gegen die Quarzlings. Er trifft und gibt ihnen damit ein Minus auf ihre Accuracy. Meine Quarzlings aktivieren und gruppieren sich per Rolling Stone-Aktion.
Und dann werfen die zwei Vorderen einen Stein auf die Shadow Sentinels. Die Attacke trifft, scheitert aber abermals am Schadenswurf. Titus verwendet eine Rally-Aktion, um sich wieder aufzurappeln und macht dann eine Piercing-Strike-Attacke gegen Half-Tusk. Und auch er scheitert an der Rüstung seines Gegners. Selbst wenn wir die von mir illegal platzierten Banner mitzählen, hat Alex am Ende der dritten Runde ein Banner mehr als ich auf dem Spielfeld. Und aus der Differenz der Banner ergibt sich, dass er nochmal 4 Schritte in seine Richtung gehen darf. Damit gewinnt er die dritte Runde, bekommt 3 Punkte und ist damit auf insgesamt 5 Punkten und gewinnt das Spiel. Was ihn offensichtlich freut. Gutes Spiel, Alex. Ja, das war unser allererstes God-Tier-Match. Und was soll ich sagen zu diesem Spiel? Also, erstmal, sorry für die kleinen Regelpatzer im Spiel. Sie waren zum Glück, und da bin ich echt dankbar dafür, nicht spielentscheidend. Es war viel eher mal so ein Fall von Karma, würde ich fast schon behaupten, dass ich eigentlich der war, der die blöden Fehler gemacht hat, beziehungsweise der die Regelfehler, die wir gemacht haben, für sich genutzt hat, um Punkte zu machen. Und Alex hat trotzdem gewonnen. Und Alex hat deutlich sauberer gespielt als ich. Alex hat auch deutlich schlauer gespielt als ich. Und das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass ich einfach erstmal komplett überwältigt war von diesem Spiel. Also ich bin da echt reingegangen und habe gedacht, das ist ein schönes, einfaches, simples Spiel. Also die Grundmechaniken, die Grundregeln, die sind wirklich in so einem fitzelkleinen Heft. Ich habe die am Abend davor, habe ich mir die nochmal durchgelesen, habe gedacht, okay, das ist ja voll easy. Das ist so von den Mechaniken her ist es auf einem Level vielleicht wie Sachen wie Warcry oder wie auch Warhammer Underworlds zum Beispiel. Also ein Spiel, das man schön locker auch runterspielen kann. Und ich habe gedacht, super, cool, können wir ein paar Matches machen. Wenn da Alex da ist, wunderbar. Ja, Pustekuchen. Weil, alter Schwede, ich glaube, das ist das verkopfeste, ja auch immer Spiel, was ich seit langem gespielt habe. Und also es war überhaupt nicht das, was ich erwartet habe. Und es stört mich überhaupt nicht, weil das ist großartig. Also das Spiel ist wirklich unfassbar gut. Und es ist aber definitiv was, das muss man wissen vorher. Und deswegen bin ich auch echt froh, dass ich das volle Match erstmal euch jetzt mal gezeigt habe. Weil ich glaube, wenn man nur mit einem Champion spielt am Anfang, weil man sollte eigentlich, wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, sollte man auf jeder Seite einen Champion haben mit seinen Followern. Und dann spielt sich das auch ziemlich locker und ziemlich einfach. Da muss man natürlich gucken, dass man die richtigen Champions hat vom Matchup her. Was glaube ich gegeben ist durch die Starterboxen, die beiden Matchups, die da drin sind, sind, glaube ich, sinnvoll einfach, dass man die gegeneinander spielt. Aber dann ist das Spiel natürlich deutlich einfacher, weil die Komplexität im Spiel, die kommt vor allem durch die Champions und ihre Follower und die verschiedenen Fähigkeiten rein, die die Leute mitbringen. Und die verschiedenen Rollen, die die Champions auch einnehmen. Dieses Spiel hat so unfassbar viele Layer an Komplexität und an Entscheidungen, die man treffen muss. Das fängt irgendwie an mit den Fähigkeiten, die man einsetzt. Es fängt an, wie man die einsetzt. Das sind so viele kleine Spezialfähigkeiten dabei, die in vielen Situationen jetzt gar nicht so relevant sind, aber in anderen super entscheidend sein können. Und es ist definitiv auch so ein Spiel, wo man wirklich jede Entscheidung überdenken muss und nicht einfach so vor sich hinspielen kann, weil dann verliert man de facto. Und diese mehreren Phasen, die man durchläuft mit der Plot-Phase und der Clash-Phase, die komplett unterschiedlich sich spielen und unterschiedlich laufen. Und dann muss man dann teilweise noch gucken mit dem Punktetracker, weil natürlich die Punkte auch jedes Mal resettet werden am Ende einer Runde. Das heißt, es ist vielleicht manchmal gar nicht so gut, wenn man eine Runde gewinnt, wenn die Punkte, die man dadurch kriegt, gar nicht so relevant sind. Gerade in der ersten Runde ist die Frage, wie relevant ist es, die erste Runde zu gewinnen, wenn man sich dadurch vielleicht in der zweiten Runde, wo es schon mehr Punkte gibt, in eine schlechtere Position begibt. Also auch das muss man bedenken. Und da kommt noch so viel dazu, die Interaktion zwischen den Champions, eventuelle Synergien oder wie man seine Bande zusammenstellt, ob man eine ausgeglichene Bande haben will mit zum Beispiel einem Guardian, einem Shaper und einem Slayer oder ob man vielleicht probieren will, eine reine Slayer-Bande zu machen, die nur darauf ausgelegt ist, die gegnerische Bande auszuschalten und damit Punkte zu generieren und so weiter und so weiter. Also es ist unfassbar. Unfassbar, wie brainy dieses Spiel ist. Also das Erste, was ich echt gedacht habe, wo ich da gesessen bin, erstmal vor meinen
von meinem Spieltisch und erstmal richtig Analysis-Paralysis gekriegt habe. Also ich habe richtig nicht gewusst, was ich machen soll, weil es einfach zu viel war, zu viele Entscheidungen für mich. Ich gedacht, das ist so ein richtiges Galaxy-Brain-Spiel. Also so ein Spiel, wo man so richtig sich einen Knoten in den Kopf denken kann. Und es klingt jetzt wirklich ein bisschen einschüchternd, glaube ich. Also für viele klingt es sehr einschüchternd. Und ich bin mir sicher, das ist nicht für jeden das Spiel. Also das ist nicht, wenn man wirklich auf Spiele steht, wie Warcry vor allem oder wirklich diese einfachen, ich schmeiß ein paar Würfel und hab Spaß Sachen, das ist nicht die Art von Spiel. Aber ich glaube, das kann man auch gerade von einer Firma wie Steamforged Games, die ja auch zum Beispiel hinter Guild Ball stehen, das ein ähnlich verkopftes Spiel ist, sollte man das auch nicht erwarten in dem Moment. Aber wer wirklich gerne ein Spiel haben will, wo man so richtig, richtig tief einsteigen kann, wo man unfassbar tiefe Strategien und Taktiken sich ausbauen kann, wo man jedes Mal ein anderes Spiel hat, je nachdem, wie die Banden zusammengestellt sind. Es gibt auch noch andere Szenarios, die komplett anders funktionieren, wo die Szenario-Marker anders auf dem Spielfeld verteilt sind oder nicht wachsen, sondern eher verschwinden und solche Geschichten. Also auch das super durchdacht und super spaßig. Dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Also das ist definitiv so ein Spiel, das sehe ich auch in einer kompetitiven und Turnierszene sehr, sehr stark. Und halt eben, wenn man wirklich mal ein Spiel will, wo man sich so richtig reinfuchsen und so richtig reindenken will, dann ist das definitiv was für euch. Wenn ihr da überhaupt nicht so tickt, also wenn ihr wirklich so durch und durch und durch Bier- und Brezel-Tabletopper seid, dann, wie gesagt, vielleicht findet ihr es trotzdem spannend, dann werde ich euch definitiv nicht davon abhalten, euch das Spiel zu holen, dann bitte, bitte. Aber ich hoffe, ich habe da jetzt ein bisschen den Eindruck davon vermitteln können, was in diesem Spiel drinsteckt, auch wenn wir nicht das Maximum rausgeholt haben, weil dafür ist es einfach zu tief. Also ich glaube, ich habe einen riesen Mist zusammengespielt, einen gigantischen Mist, und das könnt ihr mir gerne auch in den Kommentaren schreiben, was ich hätte anders und besser machen können oder ob vielleicht meine Teamzusammenstellung einfach doof war oder wie auch immer. Ich möchte für das Spiel wirklich ein bisschen mal lernen, was man besser machen könnte. Das fände ich echt cool, und wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, super gerne. Ja, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und sagt weiter, dass es den Kanal gibt. Das hilft mir am meisten. Und was mir natürlich auch immer hilft, wenn ihr irgendwie mich weiter unterstützen wollt, ihr findet alle Informationen dazu in der Videobeschreibung. Und wenn ihr ein T-Shirt, Moment, ich hab's sogar noch an, ein T-Shirt oder sowas haben wollt, dann schaut gerne in meinem Spreadshirt-Shop vorbei. Für die nächsten 2 Tage gibt es da gerade noch 20% Rabatt. Den Link dazu findet ihr auch noch in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal rein. Herzlichen Dank dafür, wenn ihr mich da unterstützt. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Vielen Dank, dass ihr das Video geschaut habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.